So, herzlich willkommen an Bord der Z602 XL. Das ist Lukas. Wir fliegen heute nach Dresden. Hatte ich schon gesagt. Das Wetter ist schön. Dresden ist schön. Also, bis später. C, und C heißt Charlie, und ja, hier müssen wir anhalten. Wenn wir diese Richtung starten? Ja, Weg Richtung Osten, ne? Delta Mai Kilo, Roll halt Charlie, bis der 1-2 Abflug bereit. Delta Mai Kilo, Wind 070, 5 Knoten. Alle in die Bahn und starte. Auf geht's. Delta Mai Kilo, verlasse Platz in südöstlicher Richtung. Tschüss. Delta Mai Kilo verstanden, dann euch einen schönen Flug. Bis später, ciao. Ja, hast du die Elbe? Kannst du mal winken hier? Meine Kamera läuft. Meißen, siehst du Meißen hier? Ja. So, dann mache ich mal ein cooles Selfie. Danke. Delta Mai Kilo, Mai Kilo, hallo. Delta Mai Kilo, Mai Kilo, Dresden Turm, hallo. Delta Mai Kilo, Zulu 602, HFR von Risa, Position 5 nautische Meilen, nordwestlich, Charlie, bitte Einflug in die Kontrollzone. Delta Mai Kilo, verstanden, Kunde 1019, 1704, nächste Meldung Charlie, Ihre weiteren Absichten. Vollkreis über der Altstadt, Turnar 1019. Ja, dann Makito, verstanden.
ja schon Dresden. Ja. Das ist ja schon das Stadion dort hinten. Ja, wir sind gleich über der Altstadt. Ja. Da haben wir einen Vollkreis, also so einen Kreis. Nach rechts, da kannst du gucken. Und dann fliegen wir zu dir. Und dann fliegen wir wieder zu dir. Ja? Das ist schön, danke. Stellte Mike Kilo, Vollkreis über der Altstadt. Stellte Mike Kilo, verstanden, genehmigt. Kannst du langsam finden. Stellte Mike Kilo, Ausflug über Dresden West nach Charlie. Mike Kilo zur Bestätigung, Sie möchten zurück nach Charlie fliegen. Positiv. Ja, Mike Kilo, verstanden, das ist genehmigt. Achten Sie auf Gegenverkehr, ein Ultraleicht von Charlie kommend, Entfernung ist 2 bis 3 Meilen, Flughöhe 2000 Fuß entlang der Elbe. Später Mike Kilo, verstanden, werde ausgehalten. Später Mike Kilo, verkehren Sie. Stellte Mike Kilo, verstanden, Flugfrequenz genehmigt, auf Wiederhören. Frequenz verlassen genehmigt, auf Wiederhören, danke schön. Stellte Mike Hotel Sierra Tango, Verkehrsinformation Ihnen entgegenkommen. Jetzt sind wir wieder raus. Aus dem Sprachwirrwarr. So, die Burg von Maisa, oder? Ja. Kannst du sehen? Hallo, die Delta-Kurve. Wir machen jetzt mal die schöne Kurve. Okay. Achtung, jetzt. Bin langsam gucken. Macht sehr viel Spaß. Schön. Dieser Info, Delta, Mike Kilo, hallo. Hallo, Mike Kilo, Risanto. Delta, Mike Kilo, 5 lautische Meilen, südlich des Platzes, Flughöhe 1800 Fuß zur Landung. Ah, dort ist der Flughafen ja schon.
nach wie vor bis 1-2. Zurzeit ist kein weiterer gemeldeter Platzverkehr. Bis 1-2 im Betrieb. So, machen wir ein bisschen langsamer. Freue mich dann wieder auf die Kurve. Delta Mike Kilo, rechter Gegenanflug, bis 1-2. Delta Mike Kilo, rechter Queranflug, bis 1-2. Delta Mike Kilo, der Wind 0805 Knoten. Delta Mike Kilo, Endanflug, Pista 2 Kilo Backtrack bis 1-2. Ja, 3 Kilo. Sehr schön, danke. Hat Spaß gemacht. Ja? Gut. Hast du es dir so ungefähr ein bisschen anders vorgestellt? Ne? Ja, also ich dachte bloß, dass es schlimmer wird, aber war ja gar nicht so schlimm. Zum Beispiel, der Start war nicht so, ja, wie ich dachte, aber also viel besser. Ah, ich habe ja kein Düsenflugzeug, ne? Also, da alles etwas. Aber die Klappen wieder rein. Das sind die Landeklappen. Delta Mike Kilo, habe Piste über Charlie verlassen. No, kleinen Moment, Grün kommt gleich. Frische Luft. Sehr schön.
So, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.